Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, stehe ich schon wieder nicht vor dem Haus der Jugend, sondern vor dem Marburger Weltladen. Und zwar stehe ich hier mit der Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Was machst du denn hier? Ja, ich bin Bildungsreferentin hier im Weltladen. Das heißt, wir bieten Projekte für Schulen zum Beispiel an, auch mal mit Gruppen aus dem Haus der Jugend beispielsweise, was ja momentan nicht möglich ist. Aber dann hoffentlich bald wieder, wenn wieder alles zum Normalen zurückgekehrt ist. Schön. Ja, unser Thema diese Woche ist Schokolade und deshalb sind wir auch hier, weil du kannst uns erklären, wo eigentlich die Schokolade herkommt, oder? Genau, ich versuch's mal. Genau. Ja, der überwiegende Teil, was in Schokolade drin steckt, ist natürlich Kakao. Eine Kakaobohne oder eine Kakaoschote, besser gesagt, sieht ungefähr so aus. Die ist schon getrocknet. Das ist eine relativ kleine, die gibt es auch ein bisschen größer. Kakao wächst nicht hier bei uns. Bei uns ist es viel zu kalt und viel zu trocken. Das heißt, vor allem so in Äquatornähe etwa wächst Kakao und es wächst an Sträuchern, die sind ein bisschen größer als wir. Und genau, vor allem wächst das in der Elfenbeinküste, in Côte d'Ivoire und auch in Kamerun, so, also das heißt in Westafrika, aber auch in einigen Ländern in Süd- und Mittelamerika und auch in Asien. Das ist ja ganz schön weit weg. Ja, genau. Ja. Aber deswegen, da steckt ganz schön viel Reise auch in unserer Schokolade drin. Ja. Ja. Was passiert dann? Also die wächst dann auf diesen Sträuchern? Genau. Und was passiert dann als nächstes? Genau, die muss ja erstmal geerntet werden. Da hier seht ihr jemanden, der die gerade hier von dem Ast abschlägt. Das heißt, häufig mit ganz großen Macheten, mit langen Messern werden die abgeschlagen und dann werden sie geöffnet. Und in diesen Kakaoschoten sind dann die Kakaobohnen drin. Das sieht jetzt erstmal gar nicht aus wie irgendwie Kakao, wie wir uns den vorstellen. Weil in diesen ganzen weißen kleinen Dingern, da stecken dann einzelne Kakaobohnen drin. Das heißt, die müssen erstmal aufgemacht werden und dann sieht man hier die einzelnen Kakaobohnen, die sind dann da drin. Die müssen getrocknet werden und dann geröstet werden, geschält werden und dann kommen sie auch erst zu uns nach Deutschland, wo dann zusammen Zucker zum Beispiel und noch ganz vielen anderen Sachen wie Milch, Schokolade draus wird. Ja, also es hat einen ganz schön langen Weg hinter sich, die Schokolade, bis sie dann mal bei uns im Laden landet. Warum wäre es denn wichtig, Schokolade hier im Weltladen zu kaufen oder überhaupt faire Schokolade? Was ist eigentlich faire Schokolade? Und was unterscheidet sie von der Schokolade, die wir so im Supermarkt bekommen? Fairer Handel bedeutet ja, dass vor allem die Produzentinnen und Produzenten, das heißt die Leute, die auch den Kakao und den Zucker auch anbauen, dass die faire Preise bekommen für ihre Produkte. Das heißt, sie werden so bezahlt, dass sie auch davon gut leben können. Das passiert ganz häufig beim Kakaoanbau nicht, weil der Kakaopreis ist ganz, ganz niedrig. Wir kriegen hier ja schon für ein paar Cent eine Tafel Schokolade im Supermarkt. Und deswegen kriegen die Kakaobauern, auch die den Kakao anbauen, eben ganz wenig Geld dafür. Das bedeutet, dass auch ganz auf vielen Kakaoplantagen auch Kinder arbeiten müssen, was natürlich nicht in Ordnung ist. Also es ist sehr schwere Arbeit, es ist ganz viel körperliche Arbeit, man muss mit diesen großen Macheten umgehen und das ist eben keine Arbeit, die für Kinder geeignet ist. Das machen Kinder? Ja, genau. Ja, das passiert leider auf ganz, ganz vielen Kakaoplantagen. Und im fairen Handel, da ist eben ein Grundsatz, dass es keine ausbeuterische Kinderarbeit gibt. Das heißt, da wird darauf geachtet, dass Kinder nicht diese Tätigkeiten ausführen dürfen. Und deswegen ist es gut, eben fair gehandelte Schokolade zu kaufen, weil da eben darauf geachtet wird, dass keine Kinder so schwere Arbeit machen müssen, so gefährliche Arbeit auch. Und dass die Kakaobauern, Familien eben auch einen fairen Preis dann für den Kakao bekommen. Das heißt, dass dann in den Familien, wo die Väter oder die Mütter Kakao ernten, dass dann deren Kinder auch nicht arbeiten müssen, zum Beispiel auf anderen Plantagen, weil die Eltern schon genug Geld mit nach Hause bringen. Ganz genau, ja. Und so sollte es auch sein. So sollte es eigentlich überall sein, genau. Ja. Dafür steht eben der faire Handel, dass dort eben keine Kinder mitarbeiten müssen. Genau. Schön. Und jetzt haben wir die Kakaobohnen gesehen und hinterher sieht das dann so aus. Genau, die GEPA. GEPA ist eine Firma, die eben fair gehandelte Produkte herstellt und wir hier im Weltladen haben ganz viele GEPA-Produkte und eben ganz viele verschiedene Schokoladen. Das hier ist eine Vollmilchschokolade, es gibt sie aber auch mit Nuss, mit Gewürzen, weiß, vegan, alles Mögliche. Was ist deine Lieblingsschokolade? Vegan mit Nuss. Genau, die mag ich besonders gern. Schön, dann ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben viel gelernt. Und wenn
Corona mal vorbei ist, vielleicht kommst du dann auch mal im Haus der Jugend vorbei und wir machen was zusammen zu dem Thema. Ja, ganz genau. Und wenn ihr mal von der fair gehandelten Schokolade probieren möchtet, dann könnt ihr auch jetzt während Corona-Zeiten immer nachmittags hat der Weltladen offen, könnt ihr mal vorbeikommen und euch eine Tafel Schokolade oder einen Schokoladenriegel holen. Genau, der Weltladen hat momentan Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr und samstags 12 bis 16 Uhr geöffnet. Super, kommt vorbei. Tschüss. Tschüss.